Die folgende Dokumentation zeigt einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag bei Soul in Sadness. Wir haben sehr darauf geachtet, keine Urheber- und Verwertungsrechte Dritter, insbesondere GEMA, GVL oder Suiza, zu verletzen und geben unsere eigenen Leistungsschutzrechte an den werten Zuschauer ab. Mit anderen Worten, angucken, sich freuen und gerne auch weiterverteilen. Kein Mensch wird euch dafür verklagen. Wenn doch, auslachen und noch einen schönen Tag wünschen. Der 9. September beginnt vor den Toren der alten Melzerei, wo man wegen eines Führungswechsels offenbar unseren Termin beinahe vergessen hätte. Macht aber nichts, Daniel spielt uns ein paar Liedchen zur Aufheiterung. Und wir sind ja zum Glück mit dem Gröbsten versorgt. Tristin hat's dann durch hektisches Rumtelefonieren dann doch geschafft, dass jemand mit dem Schlüssel gekommen ist. Und so hat sich dann zum Glück alles aufgelöst, sonst hätten wir absagen müssen. Der erste und letzte Stimmungsdrücker des Tages war also damit überwunden. Und auch wenn man dadurch eigentlich keine Zeit mehr hat, Einstellungen sind wichtig. Das ist unser Mischer, Mike Till, den seht ihr jetzt auch endlich mal bei Tag und Licht. Absoluter Experte, wenn es darum geht, Anlagen auszupegeln. Die Melzeranlage ist grundsätzlich sehr gut, aber wenn man sich die Zeit nimmt, an ein paar Reglern rumzudrehen, die EQs und Kompressoren richtig einzustellen, wird ein absolutes Top-Teil draus. Das ist natürlich eine Sache, bei der Professionalität sehr wichtig ist, wie man hier gerade sieht. Der Backstage-Raum wird derweil für die Bands vorbereitet. Daniel verköstigt sich an dem leckeren Chili, das Tristin gekocht hat, an der Fleischvariante. Wir hatten an dem Tag nämlich durch die Metallspürhunde und Transit Poetry ungewöhnlich viele Vegetarier und Veganer dabei. Aber da ist es trotz des finanziellen Risikos wieder mal ein Vorteil, wenn man die Sachen selbst veranstaltet. Ist ja auch kein Problem in der eigenen Heimatstadt. Weil man dann über solche Dinge die absolute Kontrolle hat. Und wenn es den Bands kulinarisch gut geht, spielen sie gleich wieder ein Stückchen besser. So, Einstellen ist vorbei, jetzt wird ordentlich Sound gecheckt. Der Sing-Sang-Schlumpf fängt an, das bin in dem Fall ich. Der bekommt einen ordentlichen Einzelkompressor auf die Stimme und allen Pipapo. Was wir beim Dreh nicht beachtet haben, ist, dass Tristin ja gar nicht Soundchecken kann, wenn sie filmt. Das mussten wir dann vor dem Auftritt schnell machen, aber dafür können wir jetzt endlich mal klären, was Soul in Sadness Live eigentlich ist. Aus dem Multitracker kommen die Playbacks der Lieder ohne Gesang, Gitarre, Flöte, in etwa so, wie sie auch auf der CD sind, vielleicht um eine Piano- und Streicherspur beschnitten. Und Max und Tristin spielen dann da einfach drüber. Und Daniel hat ja eh einen völlig anderen Gitarrenstil wie ich. Bei mir ist es mehr Metal, bei ihm ist es mehr Grunge. Das macht live die ganze Sache natürlich ein bisschen breiter und straighter. Aber darauf muss man auch als Band mal bestehen. Und sonst bräuchten wir ja gar nicht auf die Live-Konzerte gehen, wenn alles klingen wird wie von CD. So, jetzt der eigentliche Check. Alle spielen, der Sound für draußen wird abgemischt und auch der auf der Bühne, damit wir in all dem Gedröhne, was hier von den Wänden wieder zurückkommt, selber hören, was wir da oben eigentlich machen. Man hört schon, die Zukunft sieht musikalisch ein wenig härter aus als bisher. Unsere Gäste aus der Schweiz, die Metallspürhunde mit ihrem massiven technischen Gerät. Die haben 5 Synthesizer plus eine Drummaschine plus Gitarre plus Gesang. Das alles oben auf die Bühne muss. Das ist zwar leichter abzumischen, als man sich's denkt, aber die Verkabelung dauert ewig. Dafür sind die Metallspürhunde aber auf jeden Fall eine der Elektro-Rock-Bands mit dem größeren Live-Anteil. Und das ist ja absolut lobenswert. Auch wieder etwas anders, lebendiger als von CD. Die Daseinsberechtigung für Live-Auftritte ist also gegeben. Also was wir hier mal kurz hören, das ist genau der Unterschied zwischen dem Bühnensound und dem Publikumssound. Die Leute auf der Bühne haben nur die Spuren auf diesen kleinen Monitorboxen überall um sich herum, die sie auch wirklich brauchen, um sich im Lied zurechtzufinden. Ja, Max und ich an der Technik, das ist ein Fehler, den wir immer wieder machen, auftreten und dann auch noch einen Teil der Technik erledigen. Nach solchen Abenden schläft man sehr, sehr gut. Das Teil hier ist auch geil, ich habe vergessen, wie es heißt, aber wenn ihr mal ins Deutsche Museum nach München schaut, da seht ihr viele kleine Kinder, die genau damit rumspielen. Das ist eine Antenne, die macht, je nachdem, wie nah oder wie weit man die Hand weghält. Nettes kleines Gimmick auf jeden Fall auf der Bühne. Die Bands, die den Check hinter sich oder noch vor sich haben, relaxen schön im Backstage-Raum, wo die Welt noch in Ordnung ist und der Schallpegel angenehm niedrig. Die machen böse Sachen mit uns. Böse Sachen. Das ist fast so, wie wenn ich jetzt dieses Teil nehmen würde. Und mich nicht anmalen würde. Oh ja! Nein! Nein, ich male dich doch nicht an. Das macht ja bloß ja die Kamera jetzt da ist. Richtig, das macht man nicht, weil eine Kamera hier ist. Das macht die Kamera weg. Nein, nicht auf mir. Okay. Echt schön.
Oh, oh, Rache! Außer wenn's Handy klingelt. Das ist nicht gut. Ich bin entsetzt. Oder die Bandmitglieder über Stereospreizungen diskutieren. Julia nickt jetzt immer. Das erste Mal bin ich jetzt bei Soul and Sadness und Mike ist schon entsetzt. Oder Daniel in eine böse Angelegenheit zurückfällt, die er auch mit seiner eigenen Band Zyklus N ausübt, mit anderen Bands peinliche Popsongs singen, die wir aus rechtlichen Gründen jetzt stumm drehen müssen. Und wenn ich nicht mehr kann, sag's es mir dann. Da mussten Saltatio Mortis auch schon durch. Die werden Zyklus N bestimmt nie wieder vergessen. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer. Sie sind live dabei hier in der ersten Reihe. Transit Poetry macht wieder Detail Mike. Soundtechnisch, Instrumentierung und Kanalbelegung ganz ähnlich wie auch bei Soul and Sadness, insofern keine größere Bürde für den lieben Mike. Außer mein Bass, der hat mich etwas geärgert. Bei Fright Zone war es dann auch eigentlich nur deshalb so schwierig, weil die Zeit allmählich knapp geworden ist. 15 Minuten Verschiebung haben wir immer. Der Einlass naht, die Nervosität steigt. Man guckt nochmal schnell in die Noten und vernichtet Catering-Reste und es wird philosophiert. Weißt du, was scheiße ist? Das, was richtig scheiße ist, du darfst gleich wieder umschalten. Wenn du einen Bandkollegen hast, ne, der voll das Arschloch ist, ne, der tut nämlich in das vegetarische Chili das Fleischchili reinmischen. Wie? Ja. Michael Gleisner, das ist der Bruder von Toni, der Ältere, und Gitte Demmel, beste Zahnärztin von Welt, gehören zu den ganz lieben Helfern. Die haben die undankbarste Aufgabe, die sitzen nämlich an der Kasse. Deswegen sind sie auch zu zweit, damit sie sich wenigstens im Wechsel ein wenig die Konzerte angucken können und sich gegenseitig mit Essen und Trinken versorgen können, weil in dem ganzen Gewusel, jeder hat seine Aufgabe, ist es schwierig. Aber wir machen das ja alles selber und die meisten Leute sind ehrenamtlich, insofern ist das auch alles perfekt eigentlich, wie es abläuft. Noch was Wichtiges, worum wir uns zum Glück selber selten drum kümmern müssen, sondern die liebe Sue, die immer kommt und einen Stand macht mit ihrem eigenen Laden Skurial, der Band Merchandise. Mit irgendwas muss man ja die spärlichen Bandkassen auffüllen. Bei Soul and Sadness haben wir seit Ewigkeiten leider keinen eigenen Merchandise mehr. Das ändert sich aber auch wieder mit der neuen CD, wenn sie draußen ist. Ja, alle. Die ersten Leute, wir haben die Tür aufgemacht, es ist Einlass, Kindergarten ist jetzt vorbei, jetzt wird's ernst. Oh, hallo Zielgruppe. Ja, wäre so eine richtige Einweiser bei einer Katastrophe oder irgend sowas, weißt du? Oh Gottes Willen, wir werden alle sterben.